Willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Crackblock. Wir haben offscreen mal ein kleines bisschen was gefarmt, damit wir mal bei den Parts mal auch voranschreiten dürfen. Falsch, wir sind nicht bei, wie heißt das, Minecraft, wir sind beim COD-Scheißabbau-Seminar angekommen. Okay. Nachdem man die ganze Zeit gemobbt wird bei COD, muss man halt mal seine Wut hier in dem Seminar abbauen. Wie dem auch sei. Ja, haben auf jeden Fall Bronze gefahren und werden jetzt hier beim Generator was weg. Ich habe auch hier mal hier dieses Stück Obsidian mal offscreen abgefahren. Das war ein Scheiß, das abzufarmen. Was für Blöcke brauchen wir? Ach ja, den Rockbreaker und den Forgehammer. Dann machen wir den schnell. Bronze habe ich auch offscreen mal ein kleines bisschen gefarmt. Dann Steam Rock Breaker. Okay. Sie, wobei, wir müssen ja 5 craften. Ah. Ja, ist klar. Okay, wie viel? Okay, ich brauche 6 von den Curve-Dinger. Komm, lass mich wieder. Gib mir die Blenden, ist nicht so alt. Dann 14 sein. Ender. 12. Ja. Ist bugged. Das oh, jetzt nicht mehr. Bronze kaputt, aber ich habe ja schon mal hier Iron auch noch was gemacht. Schon mal, ich wusste, dass das hier schon kurz. Ender? Ja? Wusstest du eigentlich, dass wenn man runterfällt, dauerhaft auf Level Y Grad 300 ist und immer wieder hochteleportiert wird? Wie man immer wieder hochteleportiert? Ja, man ist dauerhaft auf Y 300. Wir sind jetzt bei Y300 stuck. Ja, man backt sich teilweise mal kurz runter und backt sich direkt wieder hoch auf die 300. Solange deine, wie heißt es, solange du den Blindness-Effekt hast, welcher teilweise, ja, fast unendlich ist. Hast du Water-Magy geschafft? Nein, habe ich nicht. Okay. Man stirbt nur mittlerweile nicht mehr, wenn man auf den Boden aufklatscht. Und frag jetzt bitte nicht, wieso. Ich kann es dir nicht beantworten. Okay, ich brauche Glas und ich brauche hier den Pisten. So, den Pisten kriegen wir schnell zusammen. Glas. Das wird auch easy sein. Hier. Eins, das heißt 3 noch. Ey, die ganzen Lava-Dinger können wir nochmal nachfüllen. 1, 2, 3. Das heißt, das Feld muss so groß sein. Dann kümmert sich schon mal um die Forstwirtschaft, auch sehr. Wobei, nee, das ist ja keine Forstwirtschaft. Das ist normale Landwirtschaft. Ach, das Crush-Diorit. Oh, bin ich ein Held. Ich bin hier mit abbauen. Hast du einen Eimer für mich? Ja. Aber ganz ehrlich, ich kann es auch eigentlich einen craften. Genug Eisen sollten wir ja haben. Dann müssen wir nicht. Ja, komm, jetzt wo wir hier Crushed Granit All Must haben, können wir so easy was Neues farmen. Ich würde wirklich empfehlen, einfach einen zu craften. Aber jetzt habe ich hier zu viel Diorit hergestellt. Aber egal. Das dauert zu lang. Es dauert jetzt lang, die den Eimer. Oh, dann crafte ich mir halt den Eimer. Danke. So. Also, was ich jetzt eigentlich machen wollte, habe ich jetzt nicht gemacht. Zack. Dort. 1, 2, 3, 4. Da.
das nochmal mit Sand. Also mit Clash. Man musste Clear Glass. Genau, man musste Clear Glass schmelzen. Das ist dann einfach Sand, oder? Ja, einfach Sand. Zack. Wie ging nochmal der Bucket? Das ist einfach drei Eisen. Ah ne, das war zweimal Curved Plate und einmal eine. Nee, deswegen, Plate. Ja. Ja, sind halt sechs Eisen statt drei, aber ganz ehrlich, die haben wir. Da brauchen wir nicht zu geizen. Es geht um die Zeit, wie gesagt. Ah, gut. Ja, ist voll. Also meinst du, die Zeit, um dir das zu craften, ist dir zu viel? Ja. Guck mal, wie lange du dafür gleich dran sitzt. Wenn das du mittlerweile schon drei Eisen bestimmt zusammengesetzt hättest. Aber ging nochmal hier der Curved. Mit dieser einen Hülle. Ah ja, da die Curved. Sieht ja falsch an, mal. Achso, zwei Curved. Freunde, Freunde, so, hab jetzt den Eimer. In der Luft. Und ich habe mich auch vercraftet, das heißt, es ging ja eigentlich viel schneller. Ja, überleg aber trotzdem mal, wie viel länger du gebraucht hast, als, wie heißt das? Drei Eisen. Ja, wie lange sind wir dort, immer wieder auf den anderen zu warten und wieder den Eimer hin und her zu switchen? Warum? Ich hätte ihn dir direkt wiedergeben können. Ich muss nur hier dieses eine Bild um vier Blöcke nach hinten verschieben. Also. Jetzt haben wir den Steam Rock Breaker. Nice. Zack. Oh, jetzt wird es hier noch eine Scheiße mit den Inputs und den Outputs. Geht das so? Okay, noch wird er nicht mit Redstone bepowert. Aua. Eine Schere haben wir jetzt vielleicht nicht irgendwo. Ne, Schade. Wir haben eine Hexe bei uns auf der Spawnfläche. Ich brauche Redstone. Ja, was für ein Level brauchst du nochmal für dieses dumme Diorit? Ender? Er war doch Diorit. Er war Diorit. Komm mal bitte hier hin. Ja. Heb den Bogen auf. Heb den Arrow auf. Und schieß mal genau hinten in die Mobs rein. Und zeig mir bitte nicht, dass bei dir der Pfeil gerade dahin fliegt. Ich erkenne keine Unauffälligkeit. Ach, der ist total. Oh mein Gott, ich merke es. Bei mir fliegt er so leicht nach links weg. Ich habe jetzt dreimal getroffen und mir wird angezeigt, dass der Pfeil links daneben flog. Oh mein Gott, das ist ein Scheiß. Strings. Haben wir wohl Blöcke. Dann guck ich jetzt mal hier nach der Signalstärke. Das weiß ich mal. 4 bis 7. Ey, ich bin so gewohnt, Türen mit E aufzumachen. Ich kann dir nicht sagen, wie sehr ich daran gewohnt bin. Ich brauche eine Signalstärke 7, das hier ist 15.
noch 7. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Ist der Lava dran? Geil! Die Hexe hat gerade mal was gedroppt. Rat mal bitte, was der Hexe gedroppt hat. Ach, das stelle ich mir her, das wird jetzt Obsidian. Ah, ne, zu Kobbel. Ja, wahrscheinlich. Rate mal bitte einfach nur. Ich sag Sugar. Noch viel besser. Also ironisch gemeint. Gar nichts? Nein. So schlecht nun auch wieder nicht. Steht das hier wenigstens Materialien her? Ja, das fühlt sich. Was hältst du von zwei Sticks? Ah, es ist schon belastend. Ja, echt. Kommt nichts an, warum nicht? Oh doch, da kommt Diorite an. Ist das eben irgendein Output-Scheiß oder was? Ah, die Kiste fliegt ins Void wahrscheinlich. Kiste. Ah, warum muss ich jetzt dieses scheiß Ding platzieren? Ich verstehe schon wieder nicht, warum die Wrench nicht funktioniert. Kann der nicht helfen? Ja, das ganze. Fuck das ganze Redstone. Standards. Ja, Redstone. Wie ging aber Redstone? Redstone bist du doch eigentlich recht schnell. Ach, ging. Also, das war relativ easy. Ey, könntest du mir mal sagen, was da hinten bei unserem Monstern für eine Party herrscht? Ist es so dumm, dass man die Kabel nicht berühren darf? Nein! Wird dir vom Wasserstrom immer hier zur Lava geschubst, das ist so ekelhaft. Nein! Oh, ist das eine Scheiße! Ah, dieses Drecksobsidium vom Portal macht mir auch das Leben nicht einfach. Ich hab die Lava. Oh, das ist auch nochmal so ein Dreckskabel. Okay, wie muss ich das platzieren, damit es funktioniert? Das ist jetzt eigentlich nur pures Trial and Error. Weil es ein Kabel. Nein, nein. Oh Gott. Wo ist überhaupt hier von der Output? Der von unten? Kann ich das von unten sehen, wo der Output da ist?
Diese Gänge, die ich mache, sind so fürchterlich. Kann man Rotten Flesh? Geil, man kann Rotten Flesh kompostieren. Ich glaube, das zeigt zur Kiste. Okay, wenn ich es platziert, zeigt es zu mir. Das heißt, ich muss es so machen, dass es zur Kiste zeigt. Ich habe gleich unser Feld ausgebaut. Sehr schön. Jawohl, es funktioniert. Das ist ein Krampf hier alles. Und das hier? Ja, das befüllt sich auch. Okay, dann wird es Zeit für den... Ich brauche einen Importer, ich brauche einen Hopper, ich brauche einen Forge-Hammer und einen Observer. Fangen wir erstmal von vorne nach hinten an. Also das erste ist der Item Importer. Der war nicht schwer. Vielleicht haben wir sogar noch einen. Ich guck mal die ganzen Türen durch. Nee, ich glaub's nicht. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich so viele erstellt habe. Nee, ich hab keinen mehr zu haben. Aber da ist keiner dran. Okay, es ist ein Pisten. Das ist eine. Und ich brauche hier noch so eine Pressure Tube. Die war auch nicht schwer. Ich schmeiß nochmal 61 Eisen. Oh, wir haben nochmal einen Item Importer, habe ich eben nicht gesehen, was wir hatten. Ich schmeiß mal 61 Eisen ein, wenn man es kann. Ich würde es umsonst einen Pisten gemacht, egal, brauchen wir es später oder später sowieso, denke ich. Item Importer, dann Hopper. Alter, deine Geräte dampfen. Ja, das ist leicht nervig, aber das ist so, okay. Ist das so richtig? Ja, das ist richtig. Wenn die dampfen, ist alles gut. Was für ein Erz war nochmal für Iron, was man schmelzen konnte, war dieses... Magnetite. Ah, Magnetite, okay. Aber falls du Eisen brauchst, ich stell gerade ja über Dreams 4 her. Ja, ich hab noch 25 Magnetite gefunden. Ey, Ender. Ja? Könntest du bitte mal kommen? Und mir einfach sagen, dass dieses Ding hier falsch herumliegt. Und du keine Erklärung dafür hast, bitte? Ach, das ist Valandium Magnetite. Nein, das hier. Achso, das hier. Wieso liegt das falsch? Und warum kann ich das nicht drehen? Ich glaube, das liegt wegen der Plate, dass sie vielleicht falsch ist. Oder wegen der... Ja, aber ich kann... Achso, du meinst wegen dem Table eventuell? Ja, dieses Vanadium. Haben wir nur Vanadium Magnetite, aber kein Magnetite Magnetite. Ja, die habe ich gerade rausgeholt, um Eisen einzuschmeißen. Achso, okay. Dann warte ich auf dich. Was haben wir noch? Wie viel Eisen brauchst du denn? 10. Ja, komm her, ich hab schon. Wir brauchen nochmal Netherquarz. Okay. Alter. Tsch, tsch, tsch.
Ah. Wobei, jetzt wo wir hier schon überprobieren, gehen wir mal die Iron Saw. War die easy? Ja, die war easy, gut. Dann würde ich vorschlagen, wenn wir ab dann mal mit der Saw craften. Okay. Hopper durch, dann der Observer. Dafür brauche ich Redstone. Und nochmal dieses Nether-Quarz. Ja. Kann ich mich nochmal richtig ändern? So. Ich hab 44 Eisen. Ja, mal Observer. Okay. Okay, und jetzt dieser Crusher. Ich muss mir noch ein paar Redstone und Fackeln da noch so eine Notgate machen, damit ich da jetzt nicht zu sehr den Boden. Wie schreiben wir nochmal Shear auf Englisch? Shear, S-H-E, warte mal. Ah. Nee, S-H-E-A-R. Okay, jetzt, danke. Okay, und dann brauche ich noch. Ach ja, der Forge Hammer. Ach, haben wir keinen Hammer mehr? Ich auch wieder genau dasselbe. Oh, oh das war das mit dem Anvil. Ein Glück, dass du so viel Eisen gemacht hast. Hast du den Hammer? Ja, ich hab den. Ja, ich hab einen Bronze-Hammer, den hab ich. Gibt es mir gerade einen. Den hab ich gerade schon verbraucht. Der ist so gut wie kaputt. Ich stell mal einen neuen her. Ja, bitte. Stell mal einen neuen Eisenhammer her. Ja, kannst vielleicht zwei stellen für mich. So. Alter, ich kann zaubern. Fühl ich auch nochmal ein. Gut. Ich habe noch 28 Eisen. Und unsere eine Pfeile ist kaputt gegangen, nur dass du Bescheid weißt. Ist falsch herum. Perfekt. Es blitzt. Hast du auch den Hammer? Aber warum stellst du hier noch sowas her? Wo brauchst du Dirt? Ach so, für die Farm. Oh mein Gott, die Farm. Der ist ja richtig nice ausgebaut. Yep. Hast du den zweiten Hammer? Hast du den in die Truhe gelegt? Der zweite Hammer liegt in der Truhe, ja. Sehr nice. Okay. Und wenn ich schon was mache, dann richtig, oder? So ist es richtig. Man könnte ja auch noch nicht mal mehr. Also. Natürlich, man könnte jetzt noch ein weiteres Feld anbauen, aber das hier ist das Maximale, was man mit einem Wasser anfangen kann. Beziehungsweise nein, stimmt nicht, man könnte noch das Doppelte rausholen mit dem Wasser. Hast du noch Iron? Ja, warte, ich gebe dir. Ich könnte noch das Doppelte hier rausholen, wenn ich möchte. Wäre vielleicht als nächstes die Idee, mal gucken. In der Tat müssen wir noch mal, brauchen wir mehr Iron, der Anvil kostet. 7 sind noch in der Dings. Oh, 7 sind noch? Nee, in 1. Der Schmelze. Ah, 7 sind noch in der Schmelze, okay. Ich muss hier Blöcke erstellen. Dann 8, 9, dann da 9 und da 9. Haben wir 3 Blöcke. Am besten kann ich mich hier schon mal um den Rest kümmern.
Arsch, jetzt hab ich jetzt mit der Folge ging das, sondern mit der Saw. Genau so anordnen, dann kriegt man 4 raus. Oh, oh. Sollte das hier durch sein? 1, 2, 3. Aber ich schmelze es leer. Observer habe ich, eine Redstone-Fackel. Wie war so mit der Iron File? Wie kann man noch Sticks herstellen mit der Iron File? Quatsch, mit der Iron Saw meinte ich. Gute Frage. Kann ich dir gerade auch nicht mehr sagen. Sticks. Ja, so, dafür braucht man das große Crafting Table. Jawohl, so geht das. Mal gucken, wie ich das hier Redstone technisch löse. Ich habe nur in einem gecheatet, aber sonst habe ich das hier von rausgeholt. Dann haben wir ich brauche noch hiervon welche. Egal, die sind schnell gemacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Zack. Zack. Der Pfeil. Ja, wie ging das nochmal? Ach, ist auch schön, dass ich mir so einen Scheiß nicht merken kann. Ach so, Bending. Und die dann so. Was mit dem Wrench Hammer? Oder was mit der Pfeil? So oder so? Jawohl, so. Hab ich auch 6. Oh. Test, ob es funktioniert. Über ein Clawblock. Das muss auf dem freien Block zeigen. Da hilft nichts. Da werde ich schon mal ein Obsidian kaputt hauen. Belastend. So, aber das war schon auch der Part, geht gleich zu Ende, wenn ich das hier fertig gemacht habe. Die Materialien habe ich alle. Ich muss jetzt noch das noch mit dem Redstone da ein bisschen zusammenwursteln. So, die Farm ist ausgebaut. Wunderschön. Das ist ätzend. Um Ausblick zu geben. Also wir haben dann automatisch Crushed Granit und Crushed Dürre. Damit können wir die meisten Materialien, die wir brauchen,
wirklich komplett automatisiert herstellen. Das Sieb geht ultra schnell. Dann, was auch noch gerne dann steht, ist, dass wir mit den Quests zu einem weitermachen. Damit könntest du theoretisch schon mal beginnen, mal die ganzen anderen Blöcke herzustellen. Die kannst du dann auch über den ganzen Bronze-Pipes, die hier überall rumliegen, kannst du dann einfach oben drauf packen. Muss ja nicht ordentlich sein. Okay. Ja, die wären auch dann hilfreich. Und da werde ich dann währenddessen auch nochmal ein bisschen Effizienzsteigerung betreiben von Sachen, die wir bereits haben. Zum einen werde ich die Schmiede erweitern, ich werde die Siebe erweitern. Dann mit Schmiede meinte ich einmal die von Tinkers Construct, dann die Smeltery und den Ofen. Vielleicht brauche ich auch noch eine zweite Smeltery. Aber das ist erstmal weniger Priorität. Die höhere Priorität ist erstmal noch den Ofen noch zu erweitern, damit wir mehr Items auf einmal durchschmelzen können. Dann hätten wir dann eine Effizienzsteigerung. Ja, und dann gucken wir mal hier mit dem Stil herstellen. Wir haben ja schon ganz viel von diesem Kryosaur-Oil hergestellt. Das werden wir dann auch massiv brauchen. Ich glaube sogar, dass wir noch zu wenig haben, aber schon mal sehr gut, dass wir sehr viel vorproduziert haben. Das wird uns sehr viel Zeit sparen. Und mit dem Steel ist wie so eine Art Upgrade von Bronze. Also es gibt aber die ganzen Maschinen, die wir aus Bronze gemacht haben. Die können wir dann nochmal in Steel machen. Da würde ich mir dann noch eine Plattform erstellen, die dann noch größer ist. Wo das Ganze dann mal ein bisschen ordentlicher ist als hier dieser Klumpen, den wir da einfach mal in die Welt gesetzt haben. Steel ist effizienter als Bronze. Das ist das Einzige. Also es ist nicht irgendwie besser, man kann es ja nicht mehr kaufen. Es ist einfach schneller, effizienter. An sich hätten wir es jetzt nicht so sehr nötig, aber wenn es halt eine Quest ist, dann finde ich, sollten wir das auch schon benutzen. Und dann werde ich auch noch gucken mit Lava, dass wir da mehr Crucibles ranholen. Nämlich eine effizientere Lava-Produktion würde ich auch feiern. Können wir das nicht irgendwie automatisieren? Leider nicht. Also mir ist zumindest keine Möglichkeit bekannt, vollautomatisch Lava herzustellen. Wir bräuchten eigentlich einen Item-Importer, der Stein da rein fördert, beziehungsweise Diorit. Und dann bräuchten wir eigentlich einen Fluid-Importer oder Outporter, in dem Fall halt, um Dings rausholen. Ich weiß, was du meinst, aber ich meine, so einfach wäre es leider nicht. Schade. Ich kann es aber vielleicht irgendwann in der Singleplayer-Welt austesten, aber ich habe schon mal versucht, es hat nicht sollen sein. Aber vielleicht geht es ja mit den neuen Hoppern. Jawohl, jetzt funktioniert hier der Fortschirm. Das Einzige, was jetzt noch ist, ist dieser Item-Importer. Der muss auch mit Redstone versorgt werden, mit einer Redstone-Clock besser gesagt. Das heißt, Nein, out. nochmal das. Ja, theoretisch müsste doch die Fackel auch ein ausgehen. Dann tut sie das nicht. Habe ich eine andere Idee. Ah, nee, so ein Selbstzyklus geht auch nicht. Das ist leicht scheiße, das ist so. Ich glaube, ich weiß wieso, weil das mit den Ticks. Aber das Problem ist halt, die haben mir die Repeater weggenommen. Ich weiß nicht, wer es sonst machen soll. Also die Basic-Funktionalität haben die noch, oder?
am Mod oder haben die hier tatsächlich Notschaltung rausgenommen? Ich mach mal noch mal eine Fackel. Nimm das mit den Notschaltungen entfernt, die Bitches. Lol. Also die Redstone-Fackel funktioniert nicht so wie in Vanilla. Das ist jetzt scheiße. Oh. Okay, warum hat sie aufgehört? Das, weil die Truhe voll ist. Erstens, weil die Truhe voll ist. Mit der Lava, ja, können wir auch noch mal, müssen wir auch noch mal nachfüllen. Ja, müssen wir halt da ein bisschen was aufreißen, leider. Ja, ist halt immer scheiße, wenn die Dreck, aber muss. Das muss. Oh, ich mein Eimer. Mein armer Eimer. Den brauche ich. Ich mach das so, dass es jetzt am wenigsten nervt. Jo, jetzt gehen die Kartoffeln ab, Junge. Holy. Die haben ja komplett Redstone-Scheiße gemacht. Es geht mit euch falsch. Das ist jetzt scheiße. Aber ich hab noch eine Idee, wie wir das retten können. Wird jetzt leider nicht mehr so ganz elegant, aber. Jawohl. Brauche ich jetzt Slabs? Ja, ist jetzt ungünstig, aber das besser kriege ich es leider nicht hin, weil die wirklich Redstone verändert haben in ihrer Grundstruktur. Aber hey, wir kriegen jetzt Crush Diorit. Ich habe einen Adblock verloren. Kacke. Okay, dann will ich auch an der Stelle jetzt den Part beenden. Wir haben jetzt Crush Diorit gemacht. War ein bisschen schwieriger als gedacht, aber wir haben es geschafft. Dann gucken wir noch an, was Nils hier macht. Okay, er weitet hier die Sugarcane Farm. Und da hat er auch nochmal hier ordentlich was dran gesetzt. Mag ich. Hast du noch was hinzuzufügen? Nö. Okay, dann ciao, Leute.